Das passiert bei 500.000 Vitamin D3 internationalen Einheiten auf einmal. Erschreckend finde ich das. Das muss ich schon mal vorweg sagen. Ich habe bereits ausführlich vor 4 Jahren schon über das Thema Vitamin D3 aufgeklärt. Wieso es entscheidend ist, es täglich zu nehmen. Die Wirkung von Vitamin D3 wird also schlechter, je länger der Abstand zu den einzelnen Dosen ist. Dazu gleich mehr. Wie viel Vitamin D3 nimmt ihr so? Zunächst Fragezeichen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Interessiert mich einfach mal wirklich. Ich lese übrigens jeden Kommentar. Zunächst sind immer noch knapp 2 von 3 Menschen in Deutschland nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt, so das RKI. Viele dosieren es einfach auch falsch, muss man auch sagen. Ja. Vitamin D hat viele Funktionen bei uns im Körper. Ja. Vor allem steuert es den Kalziumhaushalt und damit auch die Knochendichte in Verbindung mit Vitamin K2. So eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2020 aus Goldstandard-Studien. Es reguliert das Immunsystem, da Vitamin D gebunden an der Zelle, am Vitamin D-Rezeptor, entzündungshemmende Eigenschaften in bestimmten Krankheitsbildern aufweist. Das geht auf die T-regulatorischen Zellen oder TH17-Zellen zurück und dessen Botenstoffe. Es kann aber auch das Immunsystem hochfahren, indem es innerhalb der Zelle durch Vitamin D Katelizidin bildet. Das ist ein antimikrobielles Peptid, dass die Zelle vor Antigenen schützt, also vor Erregern. Es gibt zahlreiche Funktionen, aber das ist nicht das Thema. Zunächst möchte ich euch einige Studien zeigen, wo sehr hohe Dosen von Vitamin D3 gegeben wurden und was mit dem Körper passiert, genauer genommen auf hormoneller Ebene. Und das ist nicht gut, kann ich jetzt schon mal sagen. Am Ende erzähle ich euch noch weitere Punkte, wieso große einmalige Dosen sehr unvorteilhaft sind und kaum Wirkung zeigen. Wir fangen mal klein an, ja, mit 300.000 internationalen Einheiten Vitamin D3, 33 Leute, 80 Jahre Wahnsinn. Einige Probanden bekamen noch etwas Kalzium hinzu, aber nur so viel, dass sie auf die benötigte Kalziummenge am Tag kommen. Zuvor hatten die Teilnehmer natürlich so gut wie jeder Mensch, ja, der nicht supplementiert, einen starken Mangel. D3 war bei ca. 20 Nanomol pro Liter. Ja. Man sieht hier, dass nach 3 Monaten der Spiegel im Blut den Peak erreicht hat. Bei ca. 70 Nanomol pro Liter. Danach sank er wieder. Jetzt schauen wir uns die Blutwerte mal an. Außer, dass der Vitamin D3-Spiegel natürlich statistisch signifikant gestiegen ist, nichts Besonderes auffällig. Der Kreatininwert ist gestiegen, also der Nierenwert, ist aber schwer zu sagen, denn dieser schwankt natürlich sehr stark, je nachdem wie viel man trinkt. Der PTH-Wert ist aber hier statistisch signifikant gesunken. Und dieser Wert hat sich auch nicht wieder erholt nach 6 Monaten. Selbst nach 6 Monaten ist er nicht mehr gestiegen. Und das deckt sich gleich mit der Studie, wo 500.000 internationale Einheiten Vitamin D3 verabreicht wurden. Was bedeutet das jetzt und wieso ist das so verheerend? Der PTH-Wert, auch das Parathormon genannt, ja, aus der Nebenschilddrüse, erhöht die Osteoklastenreifung und damit die Auflösung von Knochen und Freisetzung von Kalzium und Phosphat in das Blut. Okay, das klingt ja erstmal gut, denn das wollen wir ja nicht. Und das ist gut, dass das sinkt. Ja, wenn Knochen aufgelöst werden, das wollen wir ja nicht. Ja. Also ist es doch gut, ja, wenn dieser signifikant sinkt. Nein, das ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn natürlich sinkt der Parathormonwert. Denn Kalzium wird bei genügend Vitamin D3 besonders gut über den Darm aufgenommen. Über die Darmzellen, die Enterozyten genommen. Da muss kein zusätzliches Kalzium freigesetzt werden über das Parathormon aus den Knochen. Das ist klar. Das Fatale ist aber, dass das Parathormon auch das wichtigste Hormon ist für die Vitamin D3-Umwandlung. Denn ganz wichtig, die Aktivität der 1-Alpha-Hydrolase, ja, das ist das Enzym, welches in der Niere aus dem Vitamin D3, Calcidiol, Calcitriol macht, das Hormon Vitamin D3. Dieses ist besonders wichtig im Knochenhaushalt. Wenn das Parathormon also sinkt, verliert der Körper die Fähigkeit, hormonelles Vitamin D3 zu bilden, welches wichtig ist für die Knochendichte. Dazu aber gleich mehr. Ja. So, nochmal zurück jetzt. Die Kalziumwerte sind nicht sehr relevant zu messen, denn diese variieren sehr stark und haben sehr wenig mit der ausreichenden Versorgung von Kalzium zu tun. Beispiel, eine Frau, die Osteoporose hat. Dort wird der Kalziumwert im Blut gemessen. Oh, dieser Wert ist sehr gut, fällt dem Arzt auf.
Daher kann es nicht daran liegen, dass wir Osteoporose haben. Der Denkfehler ist hier, dass bei der Auflösung von Knochen durch das Parathormon ja auch Kalzium frei wird im Blut. Da Knochen nun mal aus Kalzium bestehen. Das bedeutet jetzt, dass diese hohe Gabe den Körper so verwirrt, dass er das Parathormon senkt, da zu viel Kalziumwerte sicherlich nicht vorteilhaft sind. Und es die Arterien verkalkt, ja, und ein Antagonist von Magnesium vor allem auch ist, ja, und man dann dementsprechend auch in bestimmten Arealen im Körper zu einer Magnesium-Disbalance führen kann. Doch das Schlimmste ist, dass der Körper die Fähigkeit einschränkt, das Vitamin D3, also die aktive hormonelle Form, zu produzieren in einem Parathormonmangel. Da das Enzym, welches die Umwandlung von dem Vitamin D3 Calcidiol aus der Leber in das Calcitriol Vitamin D3 Hormon aus der Niere, ja, eben auf das Parathormon ist er angewiesen. Das führt zu einem gestörten Knochenstoffwechsel und gegebenenfalls sogar zum genau dem Gegenteil, dass der Knochen abgebaut wird und nicht aufgebaut wird, wie mit der richtigen Dosierung Vitamin D3 und K2. Jetzt möchte ich euch noch an dieser Studie eine weitere Studie zeigen mit 500.000 internationale Einheiten Vitamin D3. Dieser Sachverhalt wird quasi genau gespiegelt zu dem, was vorhin mit 300.000 quasi festgestellt worden ist. Es ist eine Crossover doppelblind randomisierte Studie, also besser als Goldstandard noch, das beste Format, was es überhaupt nur gibt, mit 2256 Probanden über 2 Jahre. Folgendes wurde herausgefunden, ja, nachdem sie 500.000 internationale Einheiten Vitamin D3 nahmen. Natürlich waren die Vitamin D-Spiegel gemessen als Calcidiol aus der Leber höher als in der Placebo-Gruppe. Was aber gar nicht so ein gutes Zeichen ist, nach so langer Zeit vor allen Dingen noch. Wie wir gleich sehen werden, werde ich euch gleich nochmal sagen, warum das so ist. Dann wurde das Ganze nochmal wiederholt, das heißt im ersten Jahr 500.000 und dann im zweiten Jahr nochmal 500.000, ja? So, D3 gegeben. Tatsächlich sind die Stürze statistisch signifikant erhöht in der Vitamin D-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und auch die Frakturen sind erhöht in der Vitamin D3-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Komisch, obwohl sie doch so viel Vitamin D3 bekommen haben. Wenn man das aufs Jahr rechnet, sind das ca. 1300 internationale Einheiten Vitamin D3, die sie bekommen haben mit diesen 500.000. Jetzt kann man ja argumentieren, ja, das ist einfach zu wenig, ja. Das reicht einfach nicht, ja. So. Und ich sage euch, nein, es ist nicht zu wenig, sondern es ist die nicht regelmäßige Einnahme, die das Ganze verschlimmert hat. Denn die regelmäßige tägliche Einnahme ist das absolut Entscheidende. Das zeige ich euch jetzt. In einer Meta-Analyse aus dem Jahre 2020 aus Goldstandard-Studien wurde ein positiver Trend entdeckt mit Calcium, dementsprechend auch wieder, damit, dass das jetzt nicht in einem Mangel, die Leute sich nicht im Mangel befanden, sondern das Calcium wurde nur so supplementiert wie in einer anderen Studie, dass es eben auf einem normalen Niveau ist, ja. Hier wurde sogar noch kleinere Dosen gegeben als 1300 internationale Einheiten Vitamin D3 pro Tag. Und die Frakturen wurden weniger und nicht mehr als in dieser Gruppe. Das kann wie oben beschrieben daran liegen, dass temporär die Umwandlung zum hormonellen Vitamin D3 erschöpft ist. Daher ist es auch nicht entscheidend, wie viel Vitamin D3 aus der Leber du hast im Blut, wenn es nicht suffizient in das hormonelle Vitamin D3 umgewandelt werden kann. Daher kann es sich quasi stauen, ja, bis es in der Halbwertszeit dementsprechend abgebaut wird. Ja. Daher sind hohe Werte nicht immer aussagekräftig. Da eben nur das Leber-Vitamin D3 gemessen wird, das ist auch nicht verkehrt, ja, da das hormonelle Vitamin D3 ohnehin eine Halbwertszeit von 2 Stunden hat und damit schwer zu messen ist. Ja. Daher kann ich als Fazit sagen, dass diese hohen Dosen sich sogar negativ auswirken können, einerseits, da das Parathormon sich erschöpfen könnte. Da extrem viel benötigt wird zur Umwandlung in sehr kurzer Zeit bei einer Menge, ja, und andererseits bleibt es gegebenenfalls erniedrigt und führt zum gestörten Knochenstoffwechsel. Die tägliche Gabe hat nur, ich wiederhole, ausschließlich Vorteile und ist überlegen gegenüber allen anderen Darreichungsformen. Da die Halbwertszeit des Stoffes hier irrelevant ist, vor allen Dingen auch, ja. Des Weiteren kann jede Zelle ihr eigenes Vitamin D3 bilden. Und das ist auch wichtig, dass das passiert. Jede Zelle besitzt ihr eigenen Enzyme und braucht die Leber und die Niere nicht dafür. Die Zelle hat die gleichen Enzyme, auch die 1-Alpha-Hydroxylase übrigens, ja. 25-Hydroxylase auch. Die Zelle kann aber nur frisches Kohlekalciferol aufnehmen. Das ist das, was man übrigens auch aus dem Supplement bekommt, das Kohlekalciferol.
für diesen Vorgang, ja? Das ist ganz wichtig. Damit sie das selbst in sich bilden kann, braucht sie das frische Kohlekalziferol. Denn wenn das Kohlekalziferol einmal durch die Leber zirkuliert ist, wird es mit einem Vitamin D bindenden Protein versehen und kann nicht mehr in die Zelle eindringen für die Eigensynthese und damit nicht mehr extrem immunstimulierend wirken, ja, oder auf die Zellteilung fungieren, ja. Okay, also ich persönlich würde nie siebenstellige Vitamin D Supplementation vornehmen. Das ist für mich völlig abstrus, hat für mich gar keinen Sinn, ja, und hat diese Studie auf jeden Fall nochmal erschreckenderweise belegt. Und ich glaube, das wurde so noch nie gezeigt, dieser Sachverhalt, den ich hier gerade dargelegt habe. Und der sollte auf jeden Fall auch geteilt werden. Vielleicht teile ich es auch mit Leuten, damit die mal wissen, was die da vielleicht tun, die sich da täglich Hunderttausende reinfahren. Finde ich nicht in Ordnung, kann schlimme Schäden haben für die Knochengesundheit später im Alter, ne? Weil wer weiß, wann sich das Parathormon wieder erholt. Ich kann euch das Vitamin 3, welches ich benutze, als Tropfenform, Vitamin 3 K2 verlinken und als liposomale Form. Wer noch mehr Bioverfügbarkeit haben möchte als liposomale Form, kann ich euch ebenfalls verlinken, die beiden, die ich empfehlen kann. Und das war's mit meinem Video und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung nochmal aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag ciao.